Jo, da bin ich auch schon wieder zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen den Erstligisten Swansea. Das wird alles andere als eine einfache Partie. Also, wie gesagt, nehmt's mir nicht übel, sollten wir hier rausfliegen, aber ich würde es gerne natürlich, wenn wir das wirklich weiterkommen. Aber, ja. Schauen wir einfach mal, ne? Gut, wir spielen natürlich wie immer mit dem Team. Im letzten Spiel eine Torvorlage und ein Tor gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, kann das heute auch natürlich so weitergehen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal noch in die nächste Pokalrunde. Die meisten sind die ersten Ligisten, sind jetzt diese englischen Pokalrunden. Genau, das Viertelfinale wollen wir einziehen. Und das ist jetzt das nächste primäre Ziel. Also, das primäre Ziel, aber es ist eins unserer Ziele. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Heimspiel gegen Newcastle United. Das wird nochmal eine Ecke härter als Queen's Park in der letzten Runde. Aber meistens sind das, die Gegner, die dann doch in der Ecke leichter sind, wo man dann relativ schnell 2-3-0 führt. Aber wie gesagt, natürlich würde ich es jetzt unterschreiben, wenn wir relativ schnell 2-0 führen. Mir würde jetzt was 1-0 sogar reichen, also scheißegal. Das ist der Vorteil, dass das Feld spielt. Ja, schade. Freistoß für Swansea. Wieder böse verschätzt. Gott sei Dank ist der Ball nicht reingegangen. Ah, wieso gehe ich da nicht durch? Wieso bin ich schon immer so arm? Teilweise so uneingesinnt. Ich mach ein bisschen mehr Ego spielen. Ab und an bringt es mal ein bisschen mehr Ego zu spielen. Hunter! Ihr macht doch noch einen scheiß Übersteiger im eigenen Strafraum, um mich dann auszuspielen. Ja, ist klar. Oh Gott sei Dank. Das wird alles andere als das gleiche Spiel, definitiv. Momentan habe ich echt nur so Brock die ganze Zeit. Also, Reading hat sich noch gut gefeiert, aber Derby hat uns richtig gefordert. Naja, gut, weil wir immer in der Tabellenführer, ne? Jetzt ehemalige Tabellenführer, mittlerweile sind sie ja nicht mehr. Nicht in die Lage gewohnt. Aber jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier mal sogar einen Erstligisten niedergefightet bekommen. Warum soll es nicht? Der Pokal hat auch nicht nur in Deutschland seine eigenen Gesetze, auch die gerne mal in England. Wir müssen mal so ein bisschen die Pokalrunden der letzten Jahre sehen. Das kann auch schon passieren, dass wir mal in den Bundesligisten, also was ist das Bundesligisten, englischen einen Erstligisten rausschmeißt. Und der pfeift nix. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen noch Chancen zu kreieren. Ja, aber nicht mit solchen Pässen. Nicht mit solchen Bällen. Hab ihn. Und wir kriegen sogar den Einwurf. Ich glaube, wenn man hier nämlich. Der Liga-Pokal.
Und den würde ich gerne. Vielleicht sogar schaffen. Mal gucken, ob wir es mal schaffen. Ich glaube, es werden auch der andere Bock kommen, definitiv. Also Chelsea ist für mich wahrscheinlich eine Nummer zu stark sein. Und jetzt der Ball auf Alex Hunter. Hunter. Toller Vorschuss, ja. Mehr hat er nicht hingekriegt. Schade. Aber schöner Distanzschuss eben auf jeden Fall. Der passte genau da oben rein. Immer. So, da mal mitgehen. Boah, jetzt sind die aber gerade kräftig dran. Ich würde gerne dieses 1 zu Pause mitnehmen und das tun wir auch. Gott sei Dank. Aha, Williams verheben. Ich kenne leider nicht mehr so viele Spieler von Newcastle. Ich verfolge mal die Premier League, aber leider bei Newcastle ist jetzt schon Abstieg, haben sie wahrscheinlich sehr viel ihrer Leistung verloren. Klar, Spieler wie Kroos, Sissoko, die kennt man schon. Sissoko, der früher mal in Turin gespielt hat bei Juventus. Ah, scheiße. Und Tim Krul natürlich, der Holländer, ehemaliger durch. Ah, scheiße, ich dachte, ich wäre hier oben schön alleine durchmarschieren. Oh, schade. Pass war schön. Aber die Chance auf das zweite Tor bleibt uns noch verwehrt. Hand down! Nein, immer noch. Also jetzt müssen sie nicht aufpassen, dass wir hier, dass die nicht hier das zweite Tor fangen. Und das soll laufen. Ja, für uns. Den wollte ich eigentlich noch für uns haben. Ah, blöd. Ich weiß, diese Einwürfe zu früh immer wieder weg. Das ist blöd. Da ist das blöd. Also 2-0 wäre natürlich mehr als zufriedenstellendes Ergebnis, definitiv, als 20 ist. Ja. Bumm! Jetzt Leute, jetzt weiter drauf hier die ganze Zeit. Schön jetzt auf das dritte Tor spielen. Aber ich fürchte, wenn wir nämlich eins kriegen, wir kriegen den nächsten Einwurf schon. Hand auf die Socke! Oh, schade. Und der nächste Einwurf in 79 Minuten. Wir kriegen den nächsten Einwurf. Also wir sind momentan klar die beste Mannschaft jetzt hier. Ach, Abseits. Schade. Knapp im Abseits, aber egal. Zwei Torbeteiligungen in diesem Spiel. Ein bisschen zu lange gezögert, den hätte ich gerne.
nachher noch mitgenommen. Aber doch. Aber wie kriegst du immer wieder hin, auch diese Bälle wieder zurückzuholen? Jetzt gefällt es mir auch, meine eigene Spielweise. Jetzt gefällt mir auch so ein bisschen, dass ich mit den Jungs auch ein bisschen fighten kann. Ich gehe mal wieder ein bisschen raus. Und da hat sie ganz sicher. Hunter kommt nicht mit. So, habt ihr natürlich mit. Ach, schade. Alter, tick zu. Wäre schön gewesen, wenn er den nicht noch mitgenommen hätte. Aber egal! Wieder mal, glaube ich, wieder gespielt. Ich habe wieder Tore gekriegt. Das war mal die Vorbereitung. Und wir stehen im Viertelfinale des EFL Cups. Sehr schön. Liverpool raus gegen Stoke. United knapp weiter. Chelsea weiter. Tottenham weiter. Ich glaube, wir sind eines der wenigen unterklassigen Teams, die noch überhaupt in der nächsten Runde sind. Ich glaube, neben dem Liverpool-Bezwinger. Nee, Stoke ist auch erste Liga. Wir sind gerade tatsächlich die einzigen unterklassigen Teams. Das einzige unterklassige Team, sorry. Nee, wir haben tatsächlich nicht die Vorlage gekriegt, aber egal. Wir haben zumindest ein Tor gemacht. Und wir stehen natürlich oben da. Wir haben schon fast die Hälfte. Für 66, aber wir kriegen, glaube ich, das nächste Interview, oder? Nee. Schade, ich hätte wieder ein Interview noch gehabt. Gut, was haben wir dann als nächstes? Wir haben ein Dribblingstraining. Das machen wir auch noch. Ich bin gerade fertig mit dem Schreiben, Moment. Gut, das machen wir auch noch. Und dann denke ich mal, soll es auch schon fast durch sein. Ich weiß nicht, ob wir da noch, wenn wir noch ein Spiel haben, natürlich danach, dann klar, aber. Ich glaube, danach machen wir noch ein Spiel und dann müsste es eigentlich gut sein. Gentlemen, hello. Today we train as hard as we do every other day. Commitment, passione, this is what I want to see. Wir dürfen Training beginnen. Wir haben ein Dribblingsparcours und wir haben nochmal das Thema Durchsetzen. Gerade so eng wie möglich die Punkte mitzunehmen. So einfach. Ich gehe dann lieber auf die Nummer sicher und sprinte dann nicht. Ich werde nur einen Versuch. Egal. Bin zwar den paar Dings verloren, aber scheiß drauf. Ich habe auch zu spät gecheckt, dass wir doch gegen einen anderen Gegner antreten müssen. Das heißt, dann nehme ich das B gerne mit. Zack.
Mal nicht den Mittelparcours durch. Mit einer simplen Körpertäuschung vorbei. Und zack, Hammern. Ah, scheiße. Ja, jetzt komme ich aber auch nicht mehr vorbei an dem. Oder was? Ja, doch, jetzt wieder. Das war zu einfach. Da war die Bahn leider geradeaus. Ich hätte hier ein bisschen. Oh, der hat einen Foul gespielt. Ja, naja, nimm was mit. Ist okay. Größtenteils kriegen wir sie ja momentan auch hin. Naja, bin ich auch so zufrieden. B oder C? Gut. Wir bleiben natürlich auch da oben wieder. Der Balken bleibt tatsächlich voll. Jawohl. So, und das haben wir natürlich noch. Ja, aber ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen. Oder habe ich den in der letzten Folge schon gemacht? Boah, ich weiß gerade echt nicht mehr, ob ich tatsächlich. Weil ich habe das Spiel gehabt, jetzt gegen Swansea. Ich habe dann das. Ah, wir machen es einfach geplayt. Ich mache es jetzt einfach so.